Hallo Freunde, für eine weitere Map-Vorstellung. Heute ist die Frankenmuter-Landwirtschaftskarte dran. Wir schauen mal rein und let's go. Brauchen wir nicht. Mal abchecken, wie viel haben wir denn? Haben wir 41. Das ist eine große. Aber ich habe eine recht hohe. Also, ja. Hinten haben wir ein Auto, hier haben wir ein Ding. Interessant. Das ist groß. Hier kann man sehr gut groß mit großen Maschinen arbeiten. Also, weil am Wochenende nichts zu tun. Mit ein paar Schienen. Ja, ich würde sie ein bisschen vergrößern. Ich finde fast, ich habe eine fast gefällt. Irgendwie ist hier die Deich so ein bisschen zu groß. Na gut, das ist das Ding. Ist halt, wie sagt man? Nein, aber egal. Lass mich raus! Große Sämaschine? Und schon wir? Hier eine Eime, also Masse Ferguson. Hier eine bisschen kleinere. Hier zwei John Deeres. Beides Terra. Auch der RX und auch der RT. War das 410er? Und hier ein Ding. Talentshare. Hier noch ein Case. Also, ich bin der, dass sie die Daten unten hingeschrieben haben, welche das Ding, das ist noch gut. Wäre noch ein bisschen lustig, wenn sie noch die PS-Zahl wieder angeben. Das wäre auch lustig, aber ja. Das Tag haben wir sehr eng parkiert. War alles sauber, schön, schön. Wo ist hier der Mähdrescher? Oh. Haben sehr schön gewartet eigentlich. Oh, das ist irgendwie so. Egal. Ich vermisse ein bisschen den Mähdrescher. Wo ist denn der hin? Oder ist da? Ah, da ist er. Ach so, den habe ich nicht gesehen. Seht ihr? In dem Maisgebiss. Okay. Hier ist unser Hof. Sehr schön gebaut. Also er ist schön gebaut. Ich mag auch irgendwie die. Ich mag auch die Karte. Ah, ey, was ist der? Ist in das typisch amerikanischen Style hier. Die Karte. Machen wir wieder die Art. Also ich finde ja, wie gesagt, die Idee mega. Ich finde die Idee ja mega. Oh! Das hatten wir auch noch nie. Das ist auch gut. Das ist auch mal gut. Das ist auch gut. Jetzt sozusagen das Abfallprodukt. Also sollte es hier darstellen. Das ist auch gut. Also diese Idee ist gut. Das ist eine coole Idee. Will ich ehrlich sagen. Eine echt coole Idee hier. Die gefällt mir. Die gefällt mir.
Hier ist es zusammenklappen, dann sind wir also Rollen dran. Ist eine sehr gute Idee. Hat es jetzt vielleicht so gemacht? Also, die Idee. Wir haben es so gemacht, einfach, dass hier auf alles fährst und dann den alles breit. Also, ja, gut, ich weiß jetzt nicht, wie sie es gemacht haben, aber. Wie, hat er einen Schwenkkram den? Ich glaube nicht. Und nicht so. Aber die Idee wär, ist gut, weil es ist dafür, dass du kannst rechts links hinfahren, füllt alles. Cool, wir können jetzt natürlich sagen, wenn es natürlich auf Realismus aussieht, müsste es solche haben, die ein bisschen schwenkbar sind. Von oben, aber das macht nichts. Die Idee dahinter ist gut. Ich finde die Idee dahinter ist gut. Das ist auch noch eine coole Idee. Ich habe da den Zug drüber hingelegt. Das sollte dann irgendwie so das Kontrollpunkt sein. Schauen. Es ist. Also ich sage jetzt mal, die Idee ist gut. Die Idee davon ist ja gut. Wäre einfach der cool, hier so ein, zwei Wochen die Tore hier bisschen auf die Seite wären. Und hier hinten, weißt du, das Förderband abchecken könntest. Und hier vielleicht zwei, drei Knöpfe, also ein paar, Handhebel. Ich sag jetzt, wenn wir jetzt mal das Mod wird bauen, irgendwie einfach so zwei, drei Ding. Ja, zwei, drei Bildschirme, also hinten irgendwo beim anderen. Kann kontrollieren, ja, läuft alles unten und hinten, als unten die Ablader zuerst, das Detail der Kamera ist und dann weiter hinten noch. Und man schaut, wie voll das ist. Und hier irgendwie, was nicht. Vielleicht hier so eine Anhängerteichsel. Mal sagen, beispielsweise. Hier. Hier wäre dann ein Anhänger da gewesen. Für Traktor oder für einen Lastwagen, egal was. Und da die da irgendwie auch zusammenklappen, das wäre aber cool. Ich kann auch eine dritte machen wie die da, aber meistens passt ja, siehst du eigentlich vor. Ich sag jetzt, eigentlich siehst du von hinten eigentlich, also von hier hinten, habe ich das Gefühl, sieht man eigentlich. Ey, lass mich rein. Eigentlich sieht man ja von hier hinten. Sehr gut. Also da hinten brauchst du keine. Vielleicht. Also von hinten siehst du eigentlich sehr gut. Da drüben zu dem Rohr. Klemmt ein bisschen. Ah, warte, ich muss kurz die. Ja. Aber vielleicht eins. Ja, gut, das geht noch. Aber vielleicht eins hier. Und da hat irgendwo hier oben, beim Gestänge. Noch. Hier oben hier beim Gestänge noch eins. Zum Schauen, ob hier alles gut läuft. Also, wäre jetzt eine Idee. Hoppa, packt ein bisschen um hier. Die Pixel. Also, nur weil einer mal die Idee hat, hier mal ein Motor rauszumachen hier. Habt ihr schon eine Idee? Er will nicht, dann laden wir kurz hin. Ich muss ja kurz schauen, wie die Begrenzung ist. Okay. Ja gut, plus minus jedenfalls. Es geht eigentlich, aber es ist besser als gar nichts. Ich hatte schon schlimmere gesehen. Ja. Aber ich finde die Idee gut.
Aber weißt du, die Idee ist ja nicht schlecht. Ich finde die Idee ja nicht schlecht. Davon. Ah, nochmal eins. Also ihr wisst ja jetzt die ein bisschen die Alter dran, dann wissen ja die Idee von mir. Jetzt. Bei einem Mal kein Bock hatte, weil das ist natürlich ein Mod. Wisst ihr jetzt. Tür gefunden. Oh, hier. Ach du heilige Barriere. Das ist groß hier. Jetzt haben wir schon 5 Dinger gefunden. Nein, so 5 so. Also was? Nein, nicht das. Ein bisschen mehr gucken. Kann auch ein bisschen um. Der wird ein bisschen länger heute. Gut, ich habe natürlich ein bisschen verquatscht hinten. Bei dem Motor. Aber sonst gefällt mir diese. Ja, die Map echt gut. Aber das ist auch eine tolle Idee. Vielleicht noch ein bisschen mehr nach. Ein bisschen rüber. Hätte, aber dann sonst ist es eine gute Idee. Sonst ist die Idee gut. Interessant. Danach nochmal. Hey Leute! Ich muss jetzt im Laden. Was sind denn da? Aha. Ah, das ist schlau. Das ist eine Stellenberatung eigentlich. Die Idee ist gut. Die Idee ist gut. Nicht schlecht. Jetzt sind in irgendeinem Paar auf dem Dach noch sein, irgendwo. Einer oder anderen. Ja, dann kann man schon den Ausrüstung auch gut hier. Ja. Wir haben ja eigentlich schon recht viel gesehen hier. Aber es ist einfach lustig, dass ein Standpunkt ein bisschen so neutral ist. Leute, da finde ich noch cool, weil. Also auf eine Art und Weise finde ich es auch cool, wenn es ein bisschen verteilt ist, aber. Ach ja, schau mir her kurz. Dann können wir drüber schnell. Wir haben hier mal ein bisschen die Häuser abgeklappt. Oh, das ist auch gut. Oh! Sehr schön gedeckt. Hey! Ah, das ist ja vermutlich das Privatecken sein. Könnte sein. Sehr schön gedeckt. Und dann hier nochmal zwei. Leute, jetzt wisst ihr langsam das sogar. Also dann, Leute, ihr wisst jetzt langsam, dass ich wirklich. Recht viel, jetzt könnt ihr mal hier auf. Jetzt habt ihr echt viel schon rausgefunden, dann sage ich das bitte mal ein Like da, okay?
Also, muss ehrlich sagen, ja, also, ich weiß nicht. Weil die meisten haben es ja schon gespielt, die meisten suchen nicht so viel. Das ist ein MF, ein Master Ferguson. Leute! Was war da? Easter Egg? Das weiß ich, das brauchen wir ja schon. Ja, ich bin selbst fast halt gestanden. Bin nicht richtig gelesen. Haben wir schon. Ein Steinschredder. Die drehen ja noch mehr hier. Ja, das ist nicht Easter. Was? Ah ja, die EA, das ist wieder zu. Also, ja, das war irgendwas Spezielles. Das hat man es in der Aufnahme gesehen. Ja. Gemacht hier. Also etwas hat der Master Ferguson sehr, sehr was Spezielles. Okay. Sind noch jetzt zwei, also noch den. Noch zwei Narrative. Fahren wir noch eine kleine Runde und dann ist dann der Weltrekord gut, ne? Und ist Traubenfabrik, also ja, die Weine, also die Trauben, den Traubensaft und den Hier. Ah, Zug. Cool. Und Rehe. Auch schon in der Aufnahme. Weiß nicht, kann man die eigentlich auch ausschalten? Ja, schon daneben. Gut. Was? Wir nehmen den hier. Aber wir haben noch eine, ne? Also. Nein, Leute, keine Ahnung, es war nicht so lange. Das ist eine sehr schöne Farm. Groß, große Felder. Wochenende nichts zu tun. Läuft. Ja, mit das Regnen verregnet das Wochenende. Groß dort. Wenn du jetzt nicht einfach die Tür dann nichts zu tun hast. Groß dann. Idee. Ah
weiß nicht, ob ich dann noch ein Oster, also, ob ich irgendwo ein spezielles wieder noch nachmachen würde. Ostern, weiß ich nicht. Ja, aber ich glaube, es klappt auch so gut, ne? Ja. Okay. Ich würde mal sagen, das war's eigentlich schon wieder mit dieser Map-Vorstellung. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen fetten Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr es gefunden habt. Ja. Folgt mir auf Twitter. Also, ja. Wenn du es euch gefallen hat, bitte einen Daumen nach oben. Wenn du noch kein Abonnent bist, bitte abonniere mich. Wenn du ein Abonnent bist, aktiviere die Glocke, um nicht Zeit, das nicht zu verpassen. Folgt mir bitte auf Twitter und Instagram. Das ist mein Titelbild über den Abonnierbutton. Dort ist auch mein Zweiknafe-Link, Simulator-EP. Und schon schaut, dass ich sonst Videos gemacht habe. Ich kann mir eigentlich noch schnell kurz gucken. 13 von 110. Ja, schon, dass ich sonst Videos gemacht habe. Und ciao, Leute!